Guten Tag, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors, dem Majora's Mask DLC. Ich habe ein bisschen nachgedacht offscreen und uns bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Wir brauchen unbedingt eine Sora-Maske und die einzige Möglichkeit, an so eine Maske ranzukommen, ist hier oben. Und demnach muss ich die Goron-Maske, die wir uns im letzten Part hart verdient haben und die wir eigentlich für den ersten Dungeon unten, für den ersten Gott bräuchten, hier opfern. Aber keine Sorge, wir können dann die Sora-Maske hier opfern, dann kriegen wir wieder eine Goron-Maske. So wie hier unten bei dieser Sora-Maske können wir eine Sora-Maske opfern und dann kriegen wir noch eine Sora-Maske und ich glaube, dann läuft das flüssig weiter. Aus dem Grund, mir bleibt keine andere Wahl. Ich hoffe, es ist keine dumme Entscheidung, aber ja. Deswegen auch, habe ich gesagt, ein paar Parts zuvor, dass wir jetzt auch Eispfeile brauchen. Ansonsten kommen wir hier nämlich nicht mehr weiter. Beziehungsweise ich will halt, wenn eine Belohnung ist, will ich die wenigstens schon mal freischalten. Ob wir die dann bekommen oder nicht, ist eine andere Sache. Und guck mal, wir dürfen sogar direkt wieder mit Ganondorf spielen. Na, das kommt doch wie gerufen, weil dann ist heute der Twilight Princess Ganondorf dran. Weil da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob wir den schon mal gesehen haben. Falls nicht, dann sehen wir ihn jetzt. Falls doch, dann, auch egal. Dann sehen wir ihn nochmal. Gemeinsam gegen den Feind Stufe 3. Wen haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Fei. Und wir haben hier einmal, ich denke, meine Wahl fällt sowieso auf den anderen, genau auf Byroma. Denn Dunkelheit gegen Licht ist sehr effektiv und macht viel Schaden aus Ding und dürfte Ganondorf gegen Fei später dann ein leichtes Spiel haben. Na dann, Byroma, du bist mein. Und dann gucken wir mal. Oh, guck mal hier, die coole Skyward Sword Mucke. Oh, das ist die beste Mucke hier, definitiv. Wenn ich jetzt Hyrule Warriors Legends hätte, dann würde ich sagen Wind Waker, definitiv. Aber bei Hyrule Warriors of the Wii U, die hier. Ohne Ausnahme die hier. So cool, das Lied. So, dann hole ich mir hier ein bisschen SP, weil schadet nicht, kann nur helfen. Und dann gucke ich mal. Okay, wir haben Impa, wir haben Girahim. Wen möchte ich als Teamkamerad? Ich glaube, ich möchte Girahim als Teamkamerad. Und nicht den hier anvisieren. Und wir kämpfen gegen Impa. Und das macht auch gut Schaden. Das war definitiv keine falsche Entscheidung, mein Freund. Ja gut, es ist auch eine Stufe 3. Nicht wahr? Es ist noch nicht die schlimmste von allen, in denen, was dir angeht hier. Aus dem Grund, ich denke, das ist... Okay, ich dachte, die macht jetzt hier nochmal Schlitz. Hat die aber nicht. Und dann denke ich tatsächlich, dass wir hier einen Arang bekommen können. Und dann muss ich mir irgendwas überlegen, denn ich würde gerne eine Abenteuerschlacht, eine Einzelschlacht in jedem Part machen. Aber wir haben keine Abenteuerschlachten mehr. Das ist ein Problem. Das hatte ich auch noch nicht. Meistens haben wir das Problem, dass ich keine Einzelschlacht mehr habe. Aber wir haben tatsächlich gerade keine Abenteuerschlachten mehr. Erstaunlich. Nicht wahr? Ja gut. Ansonsten packen wir halt drei Abenteuerschlachten in den Part, weil da habe ich mich umgeguckt. Davon haben wir genug auf der Map. Anscheinend normal für diese Map. So, na dann. Eine dürfte hier drüben spawnen in der Festung, wo vorhin, wer war da? Byroma gespawnt ist, genau. Und der andere dürfte oben spawnen, dort wo Fei war. Das ist meistens so. Und auch dieses Mal. Zum Glück kennt sich der Ultra so gut aus. Nicht wahr? Dunkelimper. Dunkelimpa. Okay, komm, komm, komm. Einmal hier, zack, A-Special hinterher. Voila. Schwachpunkt abgezogen. Können wir den vielleicht auch noch zu unseren Gunsten nutzen? Oh ja, das können wir. Ah, wie geil. Und da ist Impa schon halb tot. Das läuft. Ich hoffe, dass Fei nur keinen Riesenboss beschwört, aber ich glaube, die ist gerade... Holy shit! Shit, da steht er auch schon. Schön, mit Ankündigung. Oh, am liebsten würde ich gerade Dunkelimpa auch noch killen, ne? Am liebsten würde ich die Alte auch noch killen. Kommt die raus? Kommt tatsächlich raus.
Ja, aber natürlich der andere auch. Das ist natürlich selbstverständlich, dass der andere da auch ein Wort mitsprechen möchte. Aber, voilà, da zwei. Jetzt brauche ich noch ein paar A-Special, wäre schön. Okay, Pyroma stellt Magiekrüge bereit, aber ich denke, auf die kann ich... Ja gut, wenn einer auf dem Weg liegt, dann werde ich ihn schon einsammeln, aber ich werde jetzt nicht extra dafür zurückrennen. Schließlich ist hinter mir ein riesiger Drache her. Bam, badam, bam. Oh Gott, zwei. Und ich dachte, das Schlimmste ist überstanden, als ich da rausgerannt bin. Und auch noch eine Dunkelfeil. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ja, das ist sehr schön. Das freut mich natürlich sehr enorm für dich, meine liebe Fei. Alter. Krank. Wer hat denn hier die A-Special? Wer droppt hier die A-Special? Ich brauche dringend A-Special. Okay, wo ist die echte Fei? Hier. Da steht die echte Fei. Einmal ein A-Special rein. Der hat ja ein Drittel abgezogen. Also warum nicht nochmal? Okay, es ist viel zu viel los hier. Das ist unglaublich. Da kommt die echte Fei. So, jetzt muss ich mir nur irgendwas ausdenken, wie ich gegen die jetzt am besten vorgehe. Ja, steh halt schön drinnen in der Attacke. Ich brauch A-Special. Ich kann gegen die nur mit A-Specialen vorgehen. Und mir fällt gerade auf, ich könnte einen Trank trinken. Okay, wo ist Fei? Hier, komm her, meine Liebe. Rache wird am besten mit Blitzen serviert. Hat das gut Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie nicht mehr. Es ist viel zu viel los. Da hinten steht sie. Okay, ein A-Special noch. Wer hat Bock, mich aufzuladen? Ihr gehört mir. Okay. Ich wollte gerade meine eigenen Truppen angreifen. Dü-dü-düm. Ja, Girain müsste eigentlich die SP droppen. Da liegt auch ein voller. Jetzt sind die wenigstens hier schön aus der Festung draußen. Warum nicht gleich so? Vielleicht kriege ich die Dunkelfei auch noch tot. Aber nee, die ist diesmal... Doch, die ist auch dabei bei den Blitzen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Nicht für die Dunkelfei leider. Schade. Egal. Wir haben den A-Rang. Hey! Acht Minuten. Wahnsinn. Wie lange sowas dauert? Dabei ist das was ganz Kurzes hier. Na, dann hoffe ich, dass wir jetzt eine Abenteuerschlacht freischalten. Auch wenn ich sie ungern hätte, eine Abenteuerschlacht, weil diese meistens immer mega scheiße schwer. Vielleicht wäre es auch wirklich klüger, einfach zwei Einzelschlachten noch zu machen. Man achte nur mal auf die Zeit. Und da ich das hier ja immer durchlaufen lasse, genauso wie man das mit der Siegschrift oder mit der Niederlageschrift nicht überspringen kann, ja, dauert halt dann immer. Ich könnte mir 30 Sekunden sparen, wenn ich die Siegessequenz nicht immer durchlaufen lasse, aber da denke ich mir dann halt auch... Für neue Leute, komm, lass wir die mal durchlaufen und, ja, 30 Sekunden kann man dann auch verkraften. Es ist auch nicht so schlimm, wenn das immer durchläuft. Sind ja nur zwei pro Part, nicht wahr? So, na dann, wir haben hier eine besiegt, das Riesenmonster in der Bucht. Ja gut, es hilft nichts. Was ist hier oben eigentlich? Ist das noch eine Abenteuer? Ne, es ist sogar noch eine Einzelschlacht.
wo ich nochmal Eispfeile brauche. Ja gut, Augen zu und durch, oder? Ah, die wird den Part wieder sinnlos strecken. Nee, die packen wir in den nächsten Part. Ich mache jetzt hier weiter mit einem K.O.-Wettstreit, wo ich eine Bombe brauche. Ihr wollt mich doch quälen, oder? Nee, will ich nie machen. Na, die einzige Bombe, die ich zurzeit bekommen kann, ist hier. Lohnt es sich, das hier nachzuholen? Ja, lohnt es sich. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hole eben kurz hier die, Bombe nach. Bomben! Na dann. Hier oben brauche ich die. Genau. Kompass, davon haben wir genug. Damit ich auch die ja nicht verschwende. Und voilà. Da ist meine Belohnung. Für Xanto. Okay, das wird keine leichte Mission. Verdammt. Warum habe ich das freigeschalten? Ich weiß es nicht. Du hast nur deine Twilight Princess Map Karte. Kostüm. Na dann. Ich würde ja gerade lieber mit Leuten spielen wie Lana oder Sia, weil die haben wenigstens noch Kostüme, die ich noch nie gezeigt habe. Aber irgendwie genau die kommen nicht dran. Okay, was ist die Aufgabe? Ich muss besiege mehr Feinde als die anderen Truppen. Ja, ich hätte vielleicht mal lesen sollen, was für eine Mission ich hier eigentlich mache. Ah, Mann, bin ich wieder gut. Starte ich eine Mission und habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss. Aber es ist immerhin was Schönes, denn genau 8 Minuten ungefähr haben wir noch Zeit für den Part. Also die Mission kriegen wir definitiv noch rein. Das freut mich doch sehr. So, na dann, ich habe keine Ahnung, ich denke, die kriegen wir auch wieder nicht auf den A-Rang hin, weil das ist irgendwie normal. Ob das jetzt so normal ist, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie so der Meinung, dass die Entwickler da irgendwie was verhunzt haben. In Sachen Schwierigkeit seit der letzten Map und demnach, aber die Mission, also hinkriegen werden wir sie auf jeden Fall, nur ich bin halt wieder der Meinung, dass der Schaden definitiv zu viel sein wird, den wir nehmen. 203 und guckt euch an, wie Midna abgeht. Ich muss mindestens eine von ihr besiegen, glaube ich, um irgendwie eine Chance zu haben. Wieder mal. Problem ist, die geht so ab. Das ist unglaublich, wie die abgeht. Und es sind kaum mehr Gegner hier. Ich renn dir jetzt nach. Ich renn dir jetzt nach. Ich greife jetzt genau dort an, wo sie auch angreift. Weil dann klaue ich ihr die Kills. Kriegt sie weniger, ich krieg mehr. Ist okay. Ist doch schön, ich glaube, so soll man das machen. Einfach den Gegnern die Kills klauen. So. Es fängt gut an. Oh Gott, wo holt Midna denn immer die Kills raus? Die hat schon wieder mehr als ich. WTF! Und dabei bin ich so riesig und mache so viele Kills eigentlich. Wo kriegt die denn ständig die Kills her? WTF? Alter, die macht 10 in einer Sekunde. Das ist doch abnormal. Jetzt ist hier ein Riesenboss gespawnt, aber zum Glück sind hier jetzt auch mehr Gegner gespawnt. So, wieder riesig werden. Oh Gott, natürlich. Dreimal darfst du raten, welcher Riesenboss es ist. Den mögen die Entwickler nicht, wahr? Den mögen sie. Der ist schön. Schön kuschelig mit dem. Puh. Ich könnte ausrasten, das ist unglaublich. Und immer der. Das ist genau der, auf den ich verzichten könnte. Jedes Mal. Ja, hier ist auch nichts drin. Wo soll ich denn noch Kills herkriegen? Ich liege hinten und habe keine Kills. Ja, mal ein A-Special rein, das ist viel zu wenig. Ich muss eine Midna töten. Damit die nicht so viele Kills kriegt. So übertrieben viele.
Weil es sind erstaunlich übertrieben viel. Ah Gott! Meine Güte, hier ein A-Special. Das sind viele Gegner gerade. Komm, 50 oder so. Aber es ist natürlich halt auch Midna. Midna ist gut. Aber damit habe ich jetzt wenigstens schön aufgeräumt. Das muss man mir lassen. Damit habe ich gut aufräumen können. Wenn... Ja, hier sind halt sehr viele Gegner. Ich müsste nur irgendwie was gegen den Riesenboss machen. Weil wenn ich den hier wegbekomme irgendwie, dann hätte ich die ganze Grasfläche hier für mich allein und könnte so ein bisschen grasen. Gott! Leave me alone! Ja. Okay, ich glaube, ich habe hier alles abgegrast. Ich bin da mal weg. Schnell über alle Berge. Ja, wo kriege ich Kills her? Midna hat hier ein bisschen abgestaubt. Oder ein Truppentypi von Midna. Aber was bringt mir das? Die sind alle weg. Wo ist denn Midna? Irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wo die rumgammelt. Was mache ich denn eigentlich? Ich krieg keine Kills gerade. Ich vergeude hier nur Zeit. Aber ich finde keine Gegner. Warum spawnen nichts mehr? Es spawnt nichts. Es sind hier nur kleine Punkte. Und das Problem ist... Midna findet trotzdem Kills. Wo zur Hölle? Ja, genau. Ich muss gegen Argorok vorgehen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss ihn irgendwie killen, damit ich an Kills komme, weil ich komme gerade sonst nicht an Kills. Es gibt keine andere Möglichkeit zurzeit. Und ich glaube, dasselbe hat gerade auch Midna vor, denn nicht umsonst kommt die gerade hierher. Ich muss jetzt hoffen, dass der schnell tot geht, weil ansonsten stehe ich blöd da. Midna liegt vorne mit 50. Okay, da kommt sie. Aber ich kann die dann immerhin schön... Ich müsste jetzt hier killen. Genau hier. An dieser Stelle müsste ich sie killen. Also Midna, nicht Argorok. Der geht sowieso drauf. Und den hier vielleicht auch, den Hyrule-Hauptmann-Typi. Oh Gott! Ja, ich glaube, der Arang ist verkackt. Ja, ist er. Ist er auch! Ja gut, dann hole ich das wieder nach. Das ist zum Glück eh eine relativ... Wer sagt denn, dass ich das jetzt schaffe, ne? Wer sagt denn, dass ich das jetzt schaffe? Abräumen. Los, bring ihn um. Problem ist, jetzt spawnen wir so viele und alle wird Midna abräumen. Ich sehe es halt jetzt schon kommen. Die wird alle Midna abräumen. Und ich... Guckt euch das an, wie die abräumt. Was soll ich denn da noch machen? Das ist so abnormal. Ich habe keine Chance. So. 900. Das ist viel zu wenig. Die holt das in 5 Sekunden auf. Alter, und ich bin halb tot, weil... Keine Ahnung. Ich sehe nur kleine Typis hier. Niemand Argorok ist hier. Der kommt zwar gerade, aber... Ich habe keine Ahnung, was mir denn hier so viel Schaden macht. Ich glaube, das Klügste wäre gewesen, da wo Midna weggegangen ist, einfach Argorok zu killen. Und nicht auf die Kleinen zu gehen. Ich glaube, das wäre das Klügste gewesen. Weil dann hätte ich jetzt mega viele Kills machen können, ohne dass Midna mich hier gestört hat. Ja gut, das weiß ich dann fürs Nachholen. Den kriegst du jetzt aber noch tot, bevor die Zeit abläuft. Bitte. Dankeschön. Das Material wollte ich noch mitnehmen. Auch wenn es nur ein sinnloses Silbermaterial ist, das wollte ich noch mitnehmen. Hat Argorok da gerade was Goldenes gedroppt oder wer war das? Argorok ist doch hier drüben gestorben.
Ach nee, den hat's ja hochgewirbelt und dann anscheinend ist er hier runtergekommen. Na gut. Ich habe alles erreicht, was ihr erreichen wollt. Ich habe die Sora-Maske. Endlich. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war Hyrule Warriors für heute. Und beim nächsten Mal, mal gucken. Wie immer.